die Interceptor des Sergeants zusammen auf die 3. Und Stärke 4. Mhm, auf die 5, also auf 5, 5. Oh, 3 Stück, nee, 4 Stück. Ja. Nice. Kein Rent natürlich, weil nur eine normale Handwaffe. Oh, 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 Dreierbuchse. Ja, 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 aber nee. Widerwärtig zäh. Komm, 5. Nein. Ja! Damit ist er weg. Zip. So, kein Psi mehr. Kein Psi mehr. Ne, also, ne, Leute, Daumen nach oben, wenn ihr auch kein Psi mehr sehen wollt, diesen Bad Rap. Dann machen wir doch mal meinen Primaris Captain. Mhm. So, der hat 5 Attacken. Ja. Und ich habe 2 Nahkampfwaffen. Ich darf jetzt auswählen, welche ich will. Ich habe einmal die, also ich darf auch sagen, 3 mit der Faust und 2 mit dem Schwert. Die Faust ist ganz nice, weil die hat, dann habe ich Stärke 8. Mhm. Gibt auch -3 auf den Rüster und W3 Schaden. Ich muss aber 1 von meinem Trefferwurf abziehen. Das ist das neue unhandlich. Genau, also ich schlag nicht mehr als letztes zu, was ich viel besser finde. Ich sage nur E-Krallen bei Orks. Mhm. Das Energieschwert ist Stärke Träger. Das heißt, ich würde dich auf die 5 verwunden. Statt auf die 3. Dafür aber ein fester Schaden von -2. Und ich nehme jetzt die... Komm, weißt du was, wir machen einfach mal beides. Ja, okay. Das mal sehen. Ich nehme 3 mit der Magnus Kalgar Faust und 2 mit dem Schwert. Okay. Mit der Magnus Kalgar Faust treffe ich dich jetzt auf die 3, okay. Bei -1. Okay. Boah, Alter Schwert. Los, yo. Ja. Nice. Mhm. 2 Stück. Weil für ihn darf ich die Einsen, glaube ich, nicht wiederholen. Hier steht für befreundete Einheiten. Doch, er ist auch befreundet. Ja, gut, dann. Ja, guck, Karma. Okay. So, jetzt habe ich Stärke 8. Das heißt, ich verwundere dich auf die 3 leider nur. Jo. Aber 2 Stück. Mhm. Rüstungswurfmodifikator -3. -3, dann habe ich nur noch 6er Buchse an. Mhm. 2 Stück waren es, ne? Mhm. Oh, hallo, die brauche ich jetzt. W3. Oh. Das sind 3 und 2 sind 5 Runden. Und dann reißt der Tobi vor lauter Ekstase schon das Scenery ab hier. Jetzt brauche ich 5. Achso, die waren. Ja. Die wollen noch chargen, ne? Ja. Dann sind auf jeden Fall 3 tot. Ja, davor, ne? 3 tot, okay. 3 tot. Jetzt muss ich einmal gucken, ob da überhaupt noch wer steht. Ja, doch. Ja, ja. Wen nehme ich dann weg? Ich nehme die beiden weg und den hier. Okay. Na, ja, komm her. Ja. Das heißt, die haben schon 4 Casualty jetzt. Genau. Ich hatte vergessen, da zu chargen. Vergessen, richtig? Wenn du willst, kannst du noch, mir ist das egal. Du willst Abwehrfeuer geben? Ja, natürlich will ich Abwehrfeuer. Ja, dann guck mal. W6. Ja. 3. Die trifft automatisch. Genau. Stärke 6. Auf die 3. Seuchenwaffe. Genau. Ja, 3 Stück mit einem Rent von... -1 nur. Na guck, einer nur. Und ich muss den nehmen? Ja. Weil angezählt? Genau, aber dafür darfst du reinchargen. Dafür darf ich reinchargen? Und als erstes draufkloppen. Oh, das ist safe drin. So. Warte, ein Casualty, das marken wir mal eben. Ne, besser ist. Ja, so. genau. Achso, möchtest du da vorne weiter? Irgendwie Proxys. Nee, er hat noch 2 Attacken mit dem Schwert. Ach stimmt, genau. Das war ja bisher erstmal nur die... Genau. Ich meine, ihr seht, der neue Captain, der räumt ganz gut ab. Der räumt mächtig ab. Nee, Moment, wir haben einen Fehler gemacht. Warum? Die Wunden springen nicht über. Stimmt. Ich habe gerade nur 2 ausgeschaltet, also ist einer wieder zurück. Ja. Also, ne, weil das ist nämlich die neue Regel. Genau, richtig. Die Wunden springen nicht über, sondern... wenn ich halt mehr Wunden verursache, als das Modell Lebenspunkte hat, dann ist der Rest halt einfach weg. Das ist dann ein Overkill. Dann nehme ich den da weiter hinten steht nicht weg. Genau. Sehr gut, stimmt ja. So, mit dem Schwert treffe ich dich auf die 2. Ja. Nice. Und Stärke Träger, das heißt, ich brauche 5. Mhm. Nice! Rüstungswurfmodifikator -3. -3 auch? Ja. Alter Schwede, dann ist das jetzt noch ein 6er Bückskin. Nein. Und Schaden 2, aber ja, Schaden 2. Schaden 2, dann... 2 für den, du musst sie getrennt würfeln. Genau, Modell Nummer 1. Mhm. Abgeräumt. Modell Nummer 2. Abgeräumt. Und. Eine 6, die haben nur einen Lebenspunkt. Also der Typ von Grad. Der Typ von Grad ist weg, genau. Und der Plasma-Dude. Ja. Mein Chef muss da gleich ein bisschen mitmoschen. Ja.
ist zumindest, ne, bevor der Stier nochmal mal einen Flammen hat. Ja, oder bevor er wegrennt. Also sieht gut aus. Der wird wegrennen sonst, genau. Ja, jetzt habe ich noch hier meinen Primaris Lieutenant, der hat auch gecharged. Mhm. Der Primaris Lieutenant, das ist der mit dem Energieschwert. Mhm. Der hat einen Rüstungswurf, nur die Fregatte von minus 3, das ist dir relativ egal. Mhm. Ich habe 4 Attacken. Mhm. Auf die 2. Jo. Ja. Aha. Und Stärke 4 auf Widerstand 3 auf die 3. 3 Stück. 4 Stück. Auf meine Poxys, genau. Auf die Poxys, ja, ja. Auf die anderen, an die anderen komme ich nicht ran. Dann habe ich nur noch meinen 5er widerwärtig C. Und dann sind da auch schon wieder 3 tot. Wieder von hinten? Joa, mach mal. Weil dann sind die anderen 3 noch in. Genau, also die will ich auf jeden Fall so in haben, dass der. Warte mal. Nee, sonst der hier bleibt stehen. Weil? So, zack. Ja. Damit. Hinten weg. Damit der nicht, genau, damit er nicht in den rein kann. 1, 2, 3 und der kann weg. Nee, nee, das sind. Ja. 4 sagt das, ja. Oder? Jo. Ja. Das sind 4. Hui. So, dann habe ich noch hier die Attacken. Der Sergeant ist noch mit dabei. Das heißt, der Sergeant hat 3, die anderen haben je 2. 1, 2, 3. Auf die 3. Mhm. Und Stärke 4 gegen Widerstand 7. Genau. Auf die 5. Jo. Einer. Einer. Ohne Rent natürlich. Dreier Buchse. Dreier Buchse. Safe of the safe. No. Nee. Dann hat er noch eine Runde, oder? Dann hat er schon 2. Genau. Dann wechseln. Zählst du nicht runter bei dir? Ja, nee, ich zähle hoch. Achso, wegen dem Wundkastensystem, ja. Genau, genau. So, jetzt aktivieren wir abwechseln. Genau, allerdings bist du der aktive Spieler, insofern darfst du die erste Einheit auswählen. Und ich aktiviere die hier. Mhm. Und zwar, da ich da auch einer von 1 2 bin, gehen die beiden auf den Champion. Und der verbliebene auf die Patrouille. Ich glaube, die, weil der im Base-Kontakt ist, weil der Base muss er den nehmen, genau. Aber dann geht er noch mit auf den. Also die 2 normalen gehen auf den Black Marine. Mhm. Auf die 3. Jo. Einsen wiederholen, weil Captain in der Nähe ist. Ja. Auf die 5. Einsen wiederholen, weil der Lieutenant in der Nähe ist. Jo. Alter Schwede. 3 Stück. Dreier Büchsen hat der Arme nur. Reicht. Safe. Dann der Shepherd, Sergeant. Genau, und der Sergeant. Gegen die Poxwalker. Ja. Auf die 3. Captain in der Nähe. Jo. Auf die 3. Jo. 3 Stück. Nee, gar keine Buchse. Safe after safe. Genau. 5er. Oh oh. Das waren sie. Das waren sie alle, wa? Ja. Das waren sie alle. Du frisselst sie dann raus. Ja. Gut, dann sind die auf jeden Fall ein bisschen zerknittert hier, die Arme, Jungs. So, ich habe nichts mehr zum Aktivieren. Nö, dann kann ich in Ruhe mal. Jetzt kannst du in Ruhe aktivieren, genau. Dann nehme ich da vorne meinen Black Marine Sergeant, der deinem Cheffe ins Gesicht moschen möchte. Ja. Dazu hat der 2 auf die 3. Ja. Ne, da bringt mir auch die Seuchenwaffe nichts, da darf ich nur einen Sinn holen. Und mit Stärke 4 auf die 5 wahrscheinlich. Habe ich. Ja, richtig, ja, Widerstand 5. Ja. Da habe ich noch einen 3er Safe. Genau. Nein. Geht durch. Ein Damage. Ach. Ja, der macht jetzt nicht so richtig wirklich was Schlimmes. Das macht jetzt nicht so richtig. Dann hat er noch 5 Lebenspunkte. Genau. Ihr seht, Charakter sind ein bisschen durable. Dann habe ich noch die Vorteil Blood Drone da vorne. Die hat weiterhin ihre 3 Attacken, weil. Die braucht mindestens 5 Wunden, bevor die. Ach ne, die wird doch schwächer. Ah, sieh mal an. Aber jetzt noch 5 Wunden. Okay. Auf die 4 Plus. Mhm. Jo, sind alle. Mit Stärke 7 auf die 3 Plus. Jo, sind alle. Minus 2. Was? Das sind 4. Also 2 Wunden, einer weg. 2 Wunden. Ne, gemacht. Der erste bekommt W3. Ah. Einer? Ja. Und zweite? Ja. Also einer. Dann ist doch einer weg, genau. Ja. War nur 2. Achso, ich wusste nicht, dass sie mehr als einen Damage haben. Ja, die hat wie 3 hat die. Okay. 2 sind weg, die haben aber wahrscheinlich auch Moralwert 8, das heißt, die haben noch 8, genau. Ja, passiert da nichts. Der einzige Battleshock-Test, der wichtig ist hier. Ist der da vorne. W6 plus deine 5
Verlust Casualties. Das heißt, na, 3 wäre doch okay. 3 oder weniger. Ja. Run for your life! Genau. Der verschnüsselt sich, die alte Nase. Damit sind die Space Marines durch. Und wir kommen zu Death Guard. Zug 3. Bewegungsphase. Bewegungsphase, genau. Viel tut sich nicht. Der dreht sich so ein bisschen. Und der hier läuft bis auf knapp. Beide laufen bis knapp unter 2 Zoll ran. So. Meine sehr, sehr mutigen Poxwalker wollen rennen. 4 Zoll oder advancen. 4 Zoll plus 6. Damit ist auch der letzte hier hinten in der Ecke. Und die wollen nur ein bisschen noch Objective grabben. So. Damit ist auch die Bewegungsphase schon komplett durch. Mhm. Denn alles andere ist ja irgendwie jetzt gerade vom Feld runtergepflügt worden. Ziehen gibt's auch nicht mehr. Dank Tobi. Ha! Schämlich. Dann Beschuss. So. Noxious Blightbringer schießt mit seiner Plasmapistole in die Nasenbärchen. Ding! Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ja. Ich überlege, ob ich das Ding einfach mal überhitzen lasse. Nee, die wollen in den Nahkampf rein. Ein Lebenspunkt muss weg. Auf die. Denk dran, das wird als Verlust entfernt. Ne? Ja, ja, deswegen. Dann wäre der. Nein, deswegen hier. Ja, da muss ein Lebenspunkt rein. So. Ja. Auf die 3. Nein. Na gut. Dann wartet schon wieder. Ja. Mein Chefe hat keine Schusswaffe. Hat leider, glaube ich, gar keine Schusswaffe. Also das, was sie gespoilert hat, ne. Nee. Nein. Ja. Gut. Dann schießt noch meine Drohne. Hat sie eine Pistole? Bitte? Hat sie eine Pistole? Nee, stimmt. Die darf nicht mehr. Nee, die darf nicht reinflammen. So, dann wird gecharged. Das finde ich nämlich auch gut. Ja. Dann wird gecharged. Overwatch! Genau, und zwar als erstes Master Glöckchen nach vorne. Als Noxious Typ. Noxious Blightbringer. So, das ist der zweite. Ich mag das, das ist ja fast wie Orks spielen. Geil. Mhm. Als Space-Spieler scheut es mich nur so ein bisschen vor den Primaris, weil die halt alle Helme tragen. Ne? Und Space tragen ja also Fluff und so. Egal. Auf die 6, weil Abwehrfeuer. Ja, nice. 4 Stück. Das war eine 6 vorhin, hast du das gesehen. Ne? So, und Stärke 5 gegen Widerstand 5. Genau. Auf die 4. Jo. 3 Stück. 3 Stück. Dann hat er sein 3er Büchskin. Jo, safe. Jo, er ist drin. Der Chefe ist drin. Überraschenderweise auch drin. So. Dann fangen wir doch mal hier auch mit dem Nahkampf an. Ja. Nehmen wir mal als erstes den. Den Lord Contagion. Die dürfen wir eh beide zuerst. Eben, genau. So. Nehmen wir den mal direkt dabei. So, der hat nur eine Nahkampfwaffe. Dementsprechend nehme ich auch nur die. 4 Attacken. Ja. Trifft auf die 2. Aua! Und es ist eine Seuchenwaffe. Was ganz gut ist. Darfst du da nicht Verwundungswürfe wiederholen? Nee, ich darf Trefferwürfe. Okay. Verwundungswürfe durfte ich gerade bei dem anderen Ding wiederholen. Okay. Mit dem Schwert. Und Stärke 6, also auf die 3. Sind nur 2 Stück, schade. Mit einem Rend von? Minus 3. Das heißt, ich habe nur noch einen 6er Safe. Genau. Nummer 1. Nein, Nummer 2. Ja, Safe. Oh, krass. Welchen, wie viel Damage? 3. Ja, gut, ist einer weg, genau. Genau. Ja, welcher von denen ist der Sergeant? Der Sergeant ist der in dieser Flugpuppe. Dann der hier. Mhm. Ja. Okay. Damit. Oh, das ist aber Mann. Dann kommt der Noxious Blightbringer, der hat 3 Attacken. Ja. Und alle mit der Seuchenglocke. Ja. Auf die 3 nur. Da gibt's auf die Glocke drauf. Allerdings auch Seuchenwaffe. Dann heißt das. Das heißt, ich darf dann eins. Ja, ja, nein, der zweite Würfel war weg, deswegen. Ja, sind 2 und mit Stärke 4, ja, Stärketräger, also auf die 5. Ja, nee. Weil die haben Widerstand 5. Genau. Okay, jetzt. Das ist leider gar nichts. Jetzt darfst du zuerst aktivieren, das ist dann quasi deine Drohne. Genau. Also, wir werden gerade übrigens alle nochmal reingepeilt. Ja. 3 Attacken auf die 4. Einsen dank solchen Waffen wiederholen. Ist eine 5 geworden. Ja. Dann wieder auf die 3 mit Stärke 7. Das ist nichts. Zweimal minus 2 da drauf. 5er Hose.
Welchen Damage? Bekommt der erste W3, tot. Und der zweite bekommt auch W3, auch tot. Danach hast du gerade die Schiffe umgekippt. Ja, komplett. So, die haben schon mal zwei verloren. Genau. Dann darfst du. Ja, da keine Gefahr mehr droht, aktiviere ich, ja gut, da auch nicht mehr. Nee. Also bin ich nur noch dran. Ja. Die beiden Inceptors, drei für den Chef und zwei für den anderen. Ich gehe auf den Glockentyp. Mit allen? Ja. Okay. Ah, nee, darf ich nicht. Der Chef muss auf seinen Contagion, weil er da im Base-Kontakt ist. Genau, genau. Der ist okay. Zuerst der eine, also auf den Noxious Blightbringer. Auf die 3, ja. Stärke 4 gegen Widerstand 5. Auf die 5. Nichts. Nix. Und der Sergeant auf dein Lord Contagion. Auf die 3. Ja. Und Stärke 4 auf Widerstand 5. Auf die 5. Nö. Voll. Gut. Dann darf ich hier vorne noch aktivieren. Auf die 3. Zwei Stück. Und auf die 5. Genau. Einer. Dann 3er Büchsen. Nee, 5 war Nurgle Save. Mann, da war eine 6! Drop Dice! Dann hat er noch eine Runde runter. Dann hat er jetzt 3. Mein Gott, ist das Ding zäh. Widerwärtig zäh, sag. Gut. Widerwärtig zäh. Dann bist du durch. Ich bin durch und deine neue Runde, nämlich Nummer 3, kommt. So, da ich hier in 1 Zoll drin bin, darf ich eigentlich mich, wenn ich mich bewegen will, nur zurückziehen, was ich hiermit tue. Und zwar muss ich mindestens 1 Zoll von dir wegkommen. Genau. Das schaffe ich. Jo. So. Dann bewegen sich meine hier durchs Fenster durch. So. Also. Bis zum Fenster zumindest. Dann kann der hier schon mal durchluschern. Der hier geht durch die Tür. Leute, das sind 4 plus 2. Dann bin ich noch Incoherency. Zum Fenster hin. Jetzt muss ich hier immer cheaten, damit ich möglichst viele nochmal schießen kann. Und der hier kann dann einmal nichts machen. Jo. Der ist einmal okay. Er hier vorne geht ein Stück zurück. Ja, er hat eine coole Fähigkeit. Ja, aber ich muss hier irgendwie mal dieses Missionsziel irgendwann halten. Und zwar möchte mein Captain vorrücken. Das hat sich ja gelohnt. Großartig. Und hat er 7 Zoll oder? Ne, 6 jetzt. Okay. Der hat sonst noch 5 wegen der schweren Rüstung. Ja. Da er Sturm hat, darf er ja trotzdem schießen. Genau. Die normalen. Aber da war wieder nicht, weil die Nahkampf. Ich habe ja nichts im. Deswegen möchten die auch vorrücken. Also die Intercessors. Oh ja, 12 Zoll. Ups. Ah gut, ich hätte die natürlich zurückziehen können, ne? Dann hätte ich schießen können. Und er hier möchte auch vorrücken, der Lieutenant. Na warte. 4. Okay. Also 10. Das heißt. Ja. Ja, bis hier. So. Ja, okay. Hat er noch eine Runde oder nur eine? Hat er noch. Was ist das, ne? Hat dann die Poxwalker drauf geschlagen, ne? Ja. Das heißt, er hatte einen Lebenspunkt. Ach, weißt du, was das ist? Nee. Das ist nicht von ihm, das ist von dem Sergeant gewesen hier. Genau. Der hatte nur noch eine Wunde. Ja. So. So ist richtig. So ist richtig. Eine, nicht 7. So. So. Daggern. Ja, Daggern ist durch. Die da vorne. Die, das sind 4 Stück. Die sind auch in Schnellfeuerreichweite. Jo. 1, 2, 3, 4. Wollen überhitzen. Dann werden die als Verlust entfernt, ne? Aber nur bei einer 1. Ja, richtig. Dafür triffst du dann auf einer 3. Und auf der Wunde ist auf einer 3 und nicht auf einer 4. 4. Stärke 7. Nein, ich überhitze nicht. Too risky! Hallo. Too risky! Au! Ist denn hier dein Bruster geblieben? Ich spiel kein Orks. Ah. Auf die 3. Hätte ich mal gemacht, wa? Ja. Hey. So, Stärke 7 auf die 4. 2 Stück? 2 Stück mit minus 4. Minus 4. Ich schaue nach, ich glaube schon minus 4. Pass mal rein. Ja, minus 4. Okay, dann habe ich da keinen Rüster mehr, sondern nur noch widerwärtig zäh auf der 5 plus. Oh. Ja. Jetzt hast du 5 Wunden erlitten. Damit ist der. Darf er jetzt ganz normal schießen? Weil er nee, das hat? Nee, darf nicht schießen, darf nicht chargen, gar nichts. Ja, dann macht er nichts. Er steht ja ganz gut. Dann sind wir quasi im Nahkampf. Genau, er darf nicht schießen, die sind vorgerückt. Ja.
Er darf nicht, doch, er darf schießen, weil er eine Pistole hat. Er hat eine Pistole, jo, ja. Dann darf er. Und er schießt auf den hier vorne. Mhm. Auf die 3. Ja. Stärke 4 gegen Widerstand 5 auf die 5. Nope. Nein. Okay. Und er möchte aber versuchen zu chargen. Darf er nicht. Wow. Ach, der hätte auch gar nicht schießen dürfen, stimmt. Doch klar, mit der Pistole. Aber der ist vorgerückt. Ach, vorgerückt. Ist genau. Gut, ist ja nichts passiert, dann genau, darf er nicht chargen. Sonst wäre er ja gar nicht so nah dran. Ja, richtig. Da wir im Nahkampf sind, aktiviere ich zuerst. Mhm. Logischerweise. Ja. Genau dasselbe wie gerade. Mhm. Der Sergeant auf der North Contagion. Mhm. Auf die 3. Und auf die 5. Ja, eine Wunde. Jupp. Zweier safe, nehme ich an. Ne, ich glaube, der hat nur einen Dreier. Ich guck gleich mal hin. Ja. Obwohl, der hat einen Cataphracti Armor. Der ist ein Terminer. Ja, doch, zweier Rüster, vierer Ritter. Der ist durch. Also, der ist safe. Und auf den Noxious Blightbringer. Mhm. Zwei Treffer auf die 5. Nix. Nix, okay. Jetzt machst du. Dann habe ich, dann nehme ich als erstes mal wieder meinen Cheffi hier. Auf die 2. Jo. Und auf die 3. Das sind 3 Stück. 6er Safe nur noch, ne? 6er Buchse nur noch, genau. Und 2 Stück. 2 Stück. Das heißt 2 Tote. Jeweils 3 Damage. Und sind die platt. Genau. Platt, platt, platt. Schade, ich hätte so gerne meine Nörgelfähigkeit mal gemacht. Ich hätte auch gerne mehr getötet. Nun, machst du nix. Ist dein Zug quasi rum. Und jetzt kommt dein vierter Zug. Genau. Keiner muss einen Moraltest ablegen. Alles gut. Zap. Death Guard. Zug 4. Bewegen. Sie möchte gerne vorrücken. Was? Ja, 8 Zoll hast du noch wegen ihrer Wunden. Plus 4 sind 12. 4 sind 12. Und. Schwummer bis hier vorne rüber. Mhm. Ist. Innerhalb von. Ja. Sind 3 Zoll. Ja. Aber ist ja Fuchs. Ja, so hatte ich mir natürlich jetzt gerade gedacht. Der darf. Ran? Ran bis auf ein bisschen so. Und der hier darf auch da vorne rüber. Ja. So. Dann möchtest du schießen. Dann möchte ich gerne ballern. Der hier mit seiner Plasmapistole. Mhm. Möchtest du überhitzen? Ich überlege es gerade. Naja, da habe ich nichts von. Na doch klar, mit Brusthaar. Wo ist es denn, Dennis? Plasmapistole in die rein und überhitzt, weil der hat eh nur einen. Ja, ja, aber hat er eh nichts. Auf die 3. Ja, super. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dann schießen wir hier vorne. Nein, weiter. Die ist vorgerückt. Ha? Ja, aber es ist eine Sturmwaffe. Insofern. Das ist ja voll mies, weil du ja den minus 1 auf den Treffer wurfst. Das ist ja egal. Ja, das ja, stimmt. Genau. W6. 4 Stück. Hier. Das ist natürlich mistig. Ja. Ich sag nur Burner Boys. Burner Boys. Allerdings Stärke 5 ist trotzdem noch nur 3. Jo, sind alle. Und minus 1. Rotzt die durch die Gegend. Ja. Vierer Safe. Genau. Dort mehr als tot. Damit ist der platt. Richtig. Und das Missionsziel ist mein. Richtig. Sehr gut. Chargen. Ja. Der hier möchte gerne in die rein chargen. Overwatch. Aber sicher. Overwatch. Okay. Eine Granate. Mhm. Nein. Und 2 Bolter. Mhm. Einer. Aha. Stärke 4 auf die 5. Ja. Ja. Minus 1. Auf wen eigentlich? Ja. Also wer hat den gecharged? Muss ja auf den. Ja. Genau. Buchse, geht durch. Buchse ist gut. Nö. Minus 1 haben die Beute. Oh. Ah. Safe. Oh, diese missigen Saves aus der Safe. Warte mal, ich brauche einen Zoll. Geschafft. Mein Chef braucht einen Zoll. Geschafft. Ja, dann darfst du da auch erstaunlicherweise zuerst. Ja, ja. Surprise, surprise. Dann nehme ich doch mal wieder direkt meinen Chef als erstes. Ja. Auf die 2 Plus. Mit Seuchenwaffe. Der hat doch eine Seuchenwaffe. Eigentlich doch, ne? Ja, das Ding heißt Seuchenschnitter. Seuchenschnitter ist Seuchenwaffe, ja. Genau. Und mit Stärke 6 auf die 3. Eine. Das ist nur eine 1. 6er Safe, ne? Jo, also minus 3. Ja, dann 6er Safe. Safe, genau. Safe! Schäm dich! Shame on you, ja. Space Marine. Noxious Blightbringer auf die 3. Mhm. Oh. Auf die 3. Aber
Nein. 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 Ja, nicht. Ja, dann darf ich. Ich ne, ja. nehme logischerweise die. Ja. So. Und zwar gehen die beiden auf den Noxious und der geht auf den Lord Contagion. Mhm. Auf den Noxious gehen also 5 Attacken. Mhm. Auf die 3. Ist der Lieutenant in der Nähe? Ja, der Lieutenant ist in der Nähe. Also, und der Captain auch? Nee, der Captain ist zu weit weg. Auf die 5 jetzt. Mit Einsen wiederholen. Ja, guck. 2 Stück. Mhm. 2. Mhm. Nee, auf den Noxious. Okay. 2 Stück? Ja, ohne Ren. Dann 3 Buchse. Ja. Safe. Und die 2 Attacken auf den Lord Contagion. Auf die 3. Yep. Auf die 5. Mhm. Eine. Eine. Ohne Rent natürlich. 2er Buchse. Ja. Ja. Ja, dann. Dann ist meine 4. Runde rum. Dann bin ich dran. Da. Die Hellblaster wollen gerne vorrücken. Mhm. Mit 11 Zoll. Das ist weit. Ja, das ist weit. Hallo. Ich glaube, man muss sich gleich in die reinbraten. Ja, ich glaube auch. Bruch. Naja, Gott sei Dank noch. Hallo. Der Lieutenant möchte seine 6 Zoll, der steht dann da oben drauf. Mhm. Auf den, genau. Und der Papa Schlumpf möchte seine 5 vorgehen. Ist da. Jo. Gut. Okay. Er bleibt, wo er ist. Die dürfen nicht mehr schießen. Mhm. Papa Schlumpf ja. schießt auf deinen Lord Contagion. Jo. 3 Schuss auf die 2. Mhm. Stärke 4 auf die 5. Genau. Einer. Einer. Warte. Ja, doch, einer. Ja, ja. Gut. Rent? Keiner. Oder DS heißt es ja hier. Ja. Dann 3 Buchse. Keine Ahnung. Nee, so. Ja. Ist nur 3. Ja. Sehr gut. Der Lieutenant möchte auf deinen. Chefe? Ja, Lord Contagion. Mhm. Auf die 3. Ja? Jo. Auf die 5. Nee. Da unten lag auch nur eine 2. Das wäre von Addition her gegangen, aber so wird ja nicht gespielt. Dann möchte der Lieutenant chargen. Mhm. Ja. Jo, der ist drin. Und Papa Schumpf möchte auch reinchargen. Mhm. 4, ja, so. Ich glaube, es reicht. Weil ich muss ja nur 3 Zoll. Ja, stimmt. Du musst ja nur 1 Zoll ran. Dann sind auch nur 3 Zoll. Ja. Also dann bin ich dann auch dran. So. Das ist gut. Dann darfst du als erstes draufkloppen. Genau, alle, die gecharged sind. Mhm. Das bedeutet, ich fange an mit dem Primaris Lieutenant. Hey, jo. Auf dein Lord Contagion offensichtlich. Lord of Contagion. Genau. Ich habe 4 Attacken. Ja. Auf die 2. Mhm. Dank dem Captain. Jo. Und ich habe Energieschwert, also Stärke 4. Mhm. Gegen Widerstand 5 auf die 5. Jo. Ja, das sind 2 Stück. Mit DS minus 3. Also einfach mal 5er. Dann, wie viel waren das? 5er, also nimmst du. Nee, ich meine, wie viel? 2. 2 nur, so. Ja. Dann nehme ich mal 4er Retter. Das ergibt Sinn. Mhm. 4er Retter. Ja. Safe, safe. Jetzt wäre die 5 safe gewesen, ja. Gut, dann kommt Papa. Ja. Und zwar macht er wieder 3 mit der Papa-Faust, genau. Und 2 mit dem Schwert. Jo. Die 3 mit der Papa-Faust auf die 3. Einsen darf ich wiederholen. Mhm. Gott sei Dank. Na, guck. Und Stärke 8 gegen Widerstand 5 auf die 3. Jo. Das sind 3 Stück mit minus 3. Minus also 6er. 3, daran hat er noch genau 6er. Mhm. 6er Büchsken. So. Da fliegt einer in der Gegend rum. Nee. Das sind, ja, warte. Das sind 3, die durchgehen. Mhm. Also W3 je. Genau. 3, 4, 5. Oh, oh. Ah, das könnte schon ausreichen. 5 jetzt. Plus. Genau, aber nein, genau. Widerwärtig zäh. Jetzt fliegen viele 5 und 6, so dass du brechen musst. Ha! Oh, ich 2 Stück nur! Ja, richtig so. Du mit deinem. Zack, 2 nur. Insofern hat er noch 3, glaube ich. Der. Ja, jetzt kommt sein Energieschwert. Hat er denn nur 5 Lebenspunkte? Nee, der Noxious Bleibringer hat sogar noch 4. Das heißt ja nur noch 2. Ja, jetzt kommt noch das E-Schwert. Ja. Simp. Und zwar auf die 2. Mhm. Ja. Mhm. Stärke Träger, also Stärke 4. Dann brauchst du 5. Keine. Nein. Hui. Ja, das wäre nämlich Damage 2 gewesen. Ja.
Aber deine normalen dürfen ja noch kloppen. Ja, ich darf ja wieder zuerst aktivieren. Genau, genau. Und zwar die zwei gehen wieder auf den Noxious Nightbringer. Blight, nicht Night. Blight, ja, richtig. Auf die 3. Und auf die 5. Er überlebt. Die anderen beiden, die anderen Attacken treffen und verwunden nicht. Oh. Huha. Jo. Weil mir deine Buffs total hart auf den Schniesel gehen, gehen natürlich alle vier Attacken auf ihn. Von dem Lord of Contagion. Vom Lord of Contagion auf die 2. Mit Stärke 6 auf die 3. Das sind 4 Stück. DS minus 3. Also habe ich noch 6. Nichts. Dann sind das 12 Damage, die der fressen muss. Dann ist er weg. Der ist Essig! So, Noxious Blightbringer auf dein Cheffe. Der hat noch 5 Wunden oder wie ist das? Ja. Machbar. Auf die 3. Alle. Stärke 4, auch Widerstand 5, also brauche ich jetzt 5. Eine. Also nur eine. Rent. Kein Rent, aber dafür 2 Damage. 3er Rüster. Ah! Oh! Damit hat er noch 3. 3. Ja, dann ist mein 4. Zug rum und es kommt dein 5. Jo. So, die wobbert hier rum. Obwohl, dann kriegst du auch Cover, ne? Ja. Ja, ist ja scheiße. Okay. Allerdings, das ist jetzt schon Runde 5, ne? Ja. Das heißt... es ist eine schwere Entscheidung. Danach ist ja Feierabend. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zu offensiv reingehe, um den Cover wegzunehmen, dann halte ich das Missionsziel nicht mehr. Wenn du mir allerdings die nicht tötest und man muss näher als 3 Zoll rankommen. Innerhalb von 3 Zoll sein. Genau. Dementsprechend hast du Cover und dann versperre ich dir hier so den Weg, dass wenn du sie nicht tötest, du zumindest schwierig haben wirst, in die 3 Zoll reinzukommen. So, am Anfang mein Chef hat nämlich noch Nurgles Gabe zu Beginn meines Zugs. So, wenn, haben alle Einheiten innerhalb von 7 Zoll um ihn drumherum. Nurgles Gabe. Das heißt, jede Einheit, die um ein oder mehr Einheiten drumherum ist, bekommt auf einer 4+ eine tödliche Wunde. Dann gucke ich einmal für deine normalen Marines. 4+. Jo, die bekommen eine tödliche, damit ist einer Essig. Und der Chefe, 4+. Jo, auch der bekommt eine tödliche Wunde ab. Ich habe keine weiteren Bewegungen. Ah, ich kann aber schießen. Oh, soll ich jetzt mal überhitzen? Oh, aber ich habe Angst, dann würfel ich genau in dem Moment ein. Nee, dann würfel ich eine 1. Nix, den hau ich weg. Ja, gut. Hau ich weg. Also erstmal mit der Plasmapistole in den rein. Auf die 3+. Siehst du, mache ich sowieso immer eine 2. Ja, also. Und? Da, die Seuchen, das Seuchengespucke da. W6, 3 Stück. Das wird wahrscheinlich nicht ganz genau. Auf die 3 sind 3 Stück minus 1. Safe, alles safe, genau. Wie viele Wunden hat die noch über? Die hat 3, dann hat die noch 7 Wunden über. Ärgerlich. Charge ich mit der? Nee, kein Gecharge. Hier gekloppe. Ich aktiviere als allererstes ihn und er haut auf den drauf. Ja. Ich will zumindest Slay the Warder noch haben. Aber Seuchenwaffe? Ich meine, das wäre der einzige Chef sonst ohne Seuchenwaffe. Das ist ja nicht der Chef. Aber der einzige Charakter auch noch. Ja, der hat eine Seuchenwaffe, seine verfluchte Seuchenglocke, also eins in Rerollen. Und jetzt brauche ich 5. Habe ich nur eine einzige. Du hast einen 2er-Safe. Ein 3er-Safe. Okay. Safe. Oh, verdammte Axt. Jetzt darf ich aktivieren. Jetzt darfst du aktivieren, ja. Dann aktiviere ich jetzt meine Primaris. Er muss auf ihn und er muss auf ihn. Zuerst auf den Noxious Blightbringer. Ja. Auf die 3, jo. Jo. Die hätte ich jetzt gebraucht, auf die 5. Nichts. Okay. Auf den Lord Contagion. Jo. 5.
Das Gegenteil. Okay. Wer durfte die Einsen wiederholen? Der Sergeant oder Shepard? Verwundungswürfe war der Lieutenant. Ah, okay. Aber der ist nicht mehr da. Nee. Jetzt darfst du deinen Lord Contagion aktivieren. Genau, genau. Ja, der hat die normalen Primaris Marines nur auf die 2. Mit solchen Waffe. Und auf die 3. Jo. 6er Buchse noch? 6er Buchse noch mit minus 3, genau. Ne, das war's. Ja. Die sind abgeräumt. 3 pro. Oh und no! Wo wir gerade beim Abräumen sind, nicht wahr? Ja, Ach ja, schön. Und auf den Ancient auch noch drauf. Er ist gefallen. Meine Runde 5 ist damit komplett rum. Ja, nee, vom Wegen. Da hättest du gerne. Er schlägt noch zu. Ja, stimmt ja. Das hätte halt da, wieder wie gerade, ne? Ich hätte viel lieber, dass sich die beiden Warlords gleich noch moschen. So, 3 Attacken auf die 3. Mhm. 2 Stück. Und Stärke 8 auf die 3. Mhm. 2 Stück. Mit minus 3. Minus 3. Dann haben wir noch 6er Büchschen. Mhm. Nein. Wie 3 je. Sind 3 und 2 sind 5. Oh oh. Er hat noch 2 Wunden. Ja. Er hat noch 2 Wunden. 5en. Der ist platt. Ja, sehr schön. Der Glockenläufer heißt. Ja, dann ist jetzt mein. Dann ist jetzt dein. Dann ist mein 5er Zug. Okay. Uiuiuiui. Ui, ui. ich würde sie unheimlich gerne weghellblastern mit Damage 2 je. Da würde ich auch aufladen. Es nützt aber nichts, weil ich dann keinen um das Missionsnamen. Deswegen muss ich vorrücken. Wir haben gerade schon mal gemessen. Es sind 3 hoch, 3 vor bis zu dieser Leiter. Mhm. Und von dem Missionsziel bis zur Leiter sind es noch exakt 3 Zoll. Mhm. So, das heißt, wenn ich 1 Zoll vorrücken darf, habe ich einen drin, dann ist es contested. Habe ich 2 Zoll vorrücken, kriege ich 2 rein. Mhm. Also. Ui. Vorrücken, vorrücken. Oh! Okay, weil einer mehr das drin. Sind die 2, die das dann schaffen. Genau. Da quietscht er gerade vor Freude. Das ist echt. Oh, das ist los. So Quatsch, so Quatsch. Dann hast du im Moment 2 Missionsziele. Ich halte nur 1. Nee, beziehungsweise ich halte auch 2. Er muss weg da. Ist er innerhalb von 3 Zoll? Ja, gut, Moment. Ja, er muss weg. So, er geht jetzt, weil ist ja eine Pistole bis auf 1 Zoll ran. Mhm. Ne? Mhm. Nimmt jetzt seine Pistole. Mhm. So, damit geht das Gemosche jetzt los. Mhm. Okay. Auf die 2. Ja. Auf die 5. Dein Untergang, mein Freund. 2 Stück. Kein Ren. 2er Buchse. Okay. Ja, Charge. Überraschenderweise, er ist drin. Abwehrfeuer, überraschenderweise hat er nicht. Ja, klatsch. Ja, dann darfst du als erstes auch noch boxen. So, und Damage 2 gegen Damage W3. Aber mit der Stärke. Nein, ich nehme alle 5 Attacken mit Papa Schrumps Mega Faust. Okay, also auf die 3 plus. Ja. Einsen darf ich wiederholen. Mhm. Oh! Oh no! Wie viel? Stärke 8, also auf die 3. Ja. Oh, oh. Minus 3, also 5er noch. Dann 4er. 4er Retter. Ja. Oh, oh. Nein, nur 4 Wunden. Meiner wird überleben. 5er Büchskin. So, 2 Wunden hat er runter. Boah, was ein Mistding. 2 Wunden hat er runter, dann hat er noch 4. Also, hätte ich theoretisch nicht hier rumlaufen können? Nee, ich muss auf direktem Weg, ne? Ja. Ja. So, und dann habe ich noch 4 Würfel, um dich zurückzumoschen. Ja. Oh, auf die 2. Mit Seuchenwaffe. Seuchenwaffe ist gut bei 2. Ja, das kann. Ja. Stärke 6, also auf die 3. Nein! Was ein Shit? Okay, einer, aber wären 3 Wunden. Welchen Brand? Rent minus 3 müssen es sein. Ja, Rent minus 3. Ja, also dann habe ich nämlich meinen 4er Retter. Das ist auch ein 4er Retter. Oh, oh, oh. No! Oh, 3 Damage. Er ist weg. Nein. Ui. Oh, Mann. Oh, da hat er sich aber mit seiner Papa-Faust auch nicht gerade beim Huhn gekleckert. Hey, auf der anderen Seite den solchen Schwert mit 3... Ja, vor allem, ich habe nur W3, ne? Das ist. Ja, okay. Das stimmt. Lass mal zählen. Ich habe 1, 2,
Ja. Du hast 1-2. Das heißt, es steht 4-4. Aber ja. Du hast automatisch gewonnen, weil du kriegst ja. W3. Genau. Und einer reicht. Ja. Soll ich trotzdem mal würfeln? Ja, weil ich guck mal eben, ob sowas wie erster Abschuss zählt. Ah, ja. Weil das ist, glaube ich, meins gewesen. Ja, das hast du auf jeden Fall. Ich würde allerdings, Tobi. Nein. Ich habe auch deine verhasste 9 gewürfelt. Ja. Alter Schwede. Erstes 8. Editionsspiel. Wir machen das Postgame. So, jetzt sind die Marines nicht komplett drauf, aber das ist egal, es ist schon wieder spät. Oh ja. Das erste Spiel, 8. Edition, ist rum und ich muss sagen, mir hat es richtig gut gefallen. Ja. Es spielt sich super flockig, super geschmeidig. Ja. Wir haben beide schon gesagt, wir lernen ja diese Armeen noch kennen. Genau. Also zum Beispiel hat Dennis festgestellt, dass man mit den Plague Marines nicht zwingend immer reinchargt. Nicht unbedingt. Mit den Poxbockern können wir das machen. Die sollte man. Ne? Und der Lord Contagion auch, der muss aggressiver nach vorne. Ja. Die Poxys müssen auch mehr sein. Also die große Blobs, dann binden die so richtig. Ja. Also die Plasmas, die Hellblaster, die sind auch übel. Ja. Die muss man aber halt auch ein bisschen günstiger stellen. Ich hatte jetzt ja nachher das Problem, dass ich hochrennen musste. Hm. Und gerade noch gedacht, ne? Ich hätte ja einfach mit meinem Captain rumlaufen können, das Missionsziel contesten. Ja, dann wäre es, ne? Aber dann wäre der epische Kampf. Wobei so viel daneben gehauen. Die boah, da war ich, meine Güte, ja. Viel daneben gehauen. Ja, aber er spielt sich sehr entspannt, weil wir haben auch mal geguckt, die ganzen Grundregeln, die ihr braucht, sind quasi nur 8 Seiten. Ja. Vieles von den Sonderregeln, was dahinter kommt, ist hier Flugkampf, ist Belagerungskrieg, ist planetare Angriff, Sturmlandung und so weiter. Sogar Nachtkampf ist eine optionale Kiste mit Extra-Regeln danach. Ja, und es gibt eine Wachenpatrouille, das sind alles die Sonderregeln. Ja. Das heißt, es sind nicht mehr die 2 Seiten wie bei AOS beim Relaunch, sondern es sind jetzt 8. Da haben wir vorher schon drüber gesprochen, das nimmt immer so ein bisschen so das Lockere, ja, das Einfachere aus AOS. Ja. Trotzdem noch ein bisschen Stück weit etwas mehr Komplexität von 40k mit rein. Ja. Was wir heute schon gesehen haben, fand ich, also die Blight Drone. Die waren natürlich ultra hart mit den vielen Goons und den guten Safe. Auf der anderen Seite hatte ich das Glück, dass sie immer außerhalb der Plasma standen, weil ich glaube, die hätten sich da gut durchgeschnitten. Ja, man sieht aber auch, also spannend wird zu sehen, dass wenn wir Samstag dann mal machen, wie das sich das mit Fahrzeugen insbesondere verhält. Also zum Beispiel einfache Fahrzeuge wie Rhinos, kompliziertere Fahrzeuge, Cyborgs und so weiter. Ja. Also das wird dann Samstag noch mit dazu kommen. Ja, also die Coverage nochmal mal viele 500-Punkte-Spiele. Was man auch jetzt finde ich total cool eigentlich geregelt, man muss sich gar nicht mehr merken, wie funktioniert Aufstellung, weil in jeder Mission drin steht, wie da missionsentsprechend aufgestellt wird. Entschuldigung. Ja, spät. Es ist spät, genau. Deswegen machen wir es auch kurz. Was ich super fand, war, dass das Spiel bis zur letzten Sekunde relativ spannend war. Mir hat es geholfen, vorher viel AOS zu spielen, weil man schneller abräumt, intensiver abräumt, finde ich teilweise. Mhm. Und ich glaube, das wird vielleicht für ein paar, die Age of Sigmar gar nicht kennen, erstmal ungewohnt sein. Aber es war wirklich bis zum Ende hin spannend. Ne? Also das war quasi das letzte Fitzelchen, was jetzt die Siegpunkte gemacht hat. Und das bei einer Starterbox. Normalerweise, was mir gut gefallen hat, wenn man mal rausnimmt, dass wir ständig noch nachschlagen mussten. Mhm. Das ist das erste Mal, dass wir damit überhaupt spielen. Ja. Wir hatten quasi noch Zeit, die Indexe zu lesen. Abgesehen davon, wenn wir das mal rausrechnet, dann ist das ein sehr flüssiges Spiel. Ja. Und was mir an der Box gut gefallen hat, die Armeen passen gut zusammen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass eine hoffnungslos overpowered ist im Vergleich zu anderen, was mich hoffen lässt. Ich nehme jetzt nicht das böse B-Wort in den Mund, weil ich finde persönlich, ein hundertprozentiges Balancing wäre schön. Mhm. Ich persönlich finde aber, also für mich ist immer wichtig, dass wir alle mal, oder nicht wir alle, also ich empfinde das so, der Spielspaß steht bei mir im Vordergrund vor dem Balancing. Mhm. Ich habe auch kein Problem damit, gegen eine harte Armee aufzutreten, wenn das Spiel ein bisschen fluffiger ist. Ja. Und das ist wie bei AOS bei mir. So ein bisschen Death zum Beispiel, schon oft gegen Spiele, die sind relativ mistig. Ja, also das, aber es geht. Genau, das, was ich mir unter Balancing vorstelle, ich nehme es einfach mal in den Mund, ist, dass jede Armee stark gestellt werden kann. Ich sag mal, und man kann es auch Grütze stellen. Ich meine, letztendlich, man bastelt Listen und da ist dann der Spieler ein Stück für verantwortlich. Aber dass quasi jedes Volk gut
und stark spielbar ist. Man wird aber auch gezwungen, ein Stück weit ein bisschen fluffiger zu stellen, das weil man dafür Command Points kriegt. Ja, halt. Genau, die sind jetzt heute noch nicht mehr drin gewesen. Nee, also wie zum Beispiel ein Reroll. Ja. Ja. Was schon mal, wenn du mal einen Reroll hast, ja, was dann schon mal wichtig sein kann, wie so ein Charge oder so. Heute so gerne. Ja, weil ich meine, einen ganz wichtigen Charge, den setzt in die Grütze und dann denkst du, denk nochmal, weil was wir heute ganz eindeutig gesehen haben, Chargen bringen eindeutige Vorteile. Ja. Das führt auch dazu, im Gegensatz zu AOS, dass man mehr Zeit damit aufbringen sollte, nachzudenken, wen man wohin stellt. Mhm. Also man muss die Bewegung nochmal einen Zug vorausplanen, weil man will ja, wenn man sieht, dass man gecharged wird, also wenn du zum Beispiel gegen Korn spielst, denke ich jetzt so, da ist ja klar, dass sie dich chargen wollen. Ja. Dann würde ich ja meine Armee so positionieren, dass ich sie zuerst charge, damit ich wenigstens zuerst gehen darf. Ja, das ist richtig. Und, wenn Korn auch noch zuerst gehen darf mit ihren Bazillionen Attacken. Ja. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist sowieso das komplette Stellungsspiel. Auch dieses, ne, dass du versuchst, deine Charakter zu beschützen, indem du einfach die anderen auf dem Stellungsspiel nochmal ganz anders hinstellst. Du hast da eine ganz andere Art und Weise, finde ich, jetzt wieder, wie du herangehen musst. Haben wir ja gesehen heute mit deinem Psioniker. Genau. Und das ist schon, finde ich, eine deutlich intensivere taktische Tiefe, als dass du nur guckst, welche Waffe stelle ich denn jetzt nach vorne hin. Und dann ist der Rest schon safe. Und ansonsten mache ich nochmal Achtung, Sir. Es geht schneller, weil halt direkt die Einheiten angetargetet werden. Aber trotzdem muss man mehr bedenken und hat nochmal da eine ganz andere taktische Tiefe, was mir echt gut gefallen hat. Ja. Gut. Ist gut. Ich hoffe, ihr habt einen netten ersten Eindruck des Ganzen bekommen. Also ich bin sehr angetan von den 8. Editionen und der Hype Train läuft bei mir gerade weiter. Ich freue mich total auf quasi den heutigen Tag, weil wenn ihr es seht, ist Samstag, wo wir dann mit ganz, ganz vielen 500 Punkte spielen. Ja. Mal gucken, wie alles so geht. Ich finde es bisher auch gut. Ich persönlich würde jetzt sagen, also ich werde jetzt erstmal Indexe wälzen. Mal gucken, wie sich das auf meinen ganzen Armeen auswirkt. Bisher gefällt es mir sehr gut. Ich bin gespannt auf die weiteren Spiele und vor allen Dingen auf andere Missionen. Vor allen Dingen auch mal Ewiger Krieg und Mahlstrom. Also wie ist das jetzt mit den taktischen? Genau. Weil es gibt jetzt 6 verschiedene Aufstellungsvarianten. Ja. Und die sind nicht mehr an die Mission gekoppelt, sondern du kannst es auswürfeln oder aussuchen. Genau, genau. Und da sind auch welche dabei, die kennt ihr gar nicht. Also ne, Hammerschlag und Diagonal, klar. Ja. Aber es gibt auch welche mit so Dreiecken. Und genau, in der Mitte ist und dann... Und dann wir werden versuchen, so viel, wie man so schön sagt, Ground wie möglich zu covern. Ja. Da freue ich mich persönlich drauf, weil wir dann die 8. Edition nochmal von verschiedenen Facetten beleuchten. Ja. Also verschiedene Armeen, verschiedene Indexe gegeneinander. Genau. Weil man dann nochmal einen richtigen Eindruck gewinnt. Einen größeren Eindruck gewinnt. Und der Content, freut euch drauf, es wird ein bisschen Content zur 8. Edition geben. So. Dezent. Damit ihr möglichst viel Sachen habt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, postet die einfach unter die Videos. Wir versuchen die dann auch im Laufe der Zeit möglichst schnell für euch zu beantworten. Ja. Ansonsten packen wir jetzt hier ein. Gehen ja, Moment. Gehen langsam Hayabu machen? Nein, noch nicht ganz. Ja. Oder was? Oder wie? Oder wo? Ja. Aha. So. Genau, richtig. Ne? Ja. Ja. Es dauert, kann nur noch einen Augenblick dauern. Das ist ja auf dieser Mobile-App, ist es nicht so einfach. Ja. Da. Das weiß ich nicht, wen von den beiden hatten wir jetzt schon? Das, die Übersicht hast du für mich, ja? Ja, ich finde mehr, ich schaue nochmal nach, aber nichtsdestoweniger, dieser Battle Report ist unserem Patreon gewidmet, Itzitak. Du bist metastisch. Das heißt, du hast das Vergnügen und die Ehre, ja, eine Widmung auf dem allerersten 8. Edition Battle Report zu sehen. So schaut's aus. Damit befinden wir uns übrigens auch in Staffel 3 der 40k Battle Reports. Oh, ja. Und ebenso in zukünftig auch in Staffel 3 der AOS Battle Reports. Wenn man klappen kann. Genau. Für euch nochmal vorher. Das heißt, die ganzen... Also wird eine neue Playlist geben. Mhm. 40k Staffel 3. Alles andere ist dann in den alten. Damit die Playlist halt nicht irgendwann 500 Videos enthalten und dann ist es unübersichtlich am Bluescreen. Genau, genau. Und ihr an der Hand der Playlist auch sehen könnt, wo fängt die 8. Edition an, wo ist noch die 7. Edition. Schönen, sauberen Schnitt. Genau. Deswegen, bis dahin, wir sind jetzt müde, trotzdem voller Vorfreude. Immer fein. Weitermuschen.